So, und damit herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Wir sind beim Kapitel Gejagt. Und mal sehen, wir sehen einen Zug. Mal sehen, was das jetzt gibt. Aber was heißt denn schon, Oliver? Erstmal ein bisschen mit der Steuerung wieder klarkommen. Ach so, ja, Aiden, hör auf damit. Aber der Prolog ist doch das, was doch davor kommt, oder? Bin ich jetzt falsch? Das, was am Ende kommt, ist der Epilog. Verschwinde, Aiden. Komm, ich habe nicht geschlafen seit 3 Tagen. Okay, ich bin müde. Okay, wir können hier die Leute ein bisschen nerven. Was können wir hier noch machen? Guck mal hier. Der achtet gar nicht drauf. What the fuck? Ach, der pennt. Oha, dem ist kalt. Weg mit der Zeitung. Weg mit dem Koffer. Also wir nerven mit Aiden die Leute hier so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir das machen müssen, aber ich finde es gerade lustig. Das macht total Spaß. Also mit Aiden hier rumzuschwören, das macht irgendwie voll Bock. Da geht's nicht weiter. Oh, zu lange gebraucht. Schade. Ja, da steuere ich. Das sieht ja so kruppelig aus. Da steuere alles ich. Die wollen uns schnappen. Die wollen uns schnappen. Alle miteinander. Komm, wach auf. Aiden, Mann, ich hab doch gesagt. Mist. Schnell hier raus. Guten Abend. Routinecheck. Alle Ihre Ausweise bitte. Ausweis? Ma'am, zurück auf den Platz bitte. Oh nein. Scheiße, das ist sie! Das ist sie! Natürlich zu langsam. Halt, Polizei! Sind jetzt ein bisschen besser vorangekommen. Hey, aufpassen! Oh, scheiße. Alle runter! Polizei! Zum nächsten Waggon, schnell. Hey, was soll das? Einmal schütteln.
falsch gedrückt. Scheiße. Da haben wir mal richtig gedrückt. Sie sind umstellt! Aufmachen! Hilf mir, Aiden! Und hier hoch. Jetzt schnell. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Was? Oh, das tat weh. So gut. Oh, Alter, das tat weh. Aber die Quick Travel Events sind immer heftig. Ja, aber mittlerweile gewöhne ich mich so ein bisschen dran. Aiden hat sie gerettet. Ja, wir haben es geschafft. Komm, wir waren richtig gut. Wir waren diesmal richtig gut. Da haben wir mal gerade die Gangster übelst, also die Wachen da übelst zermürbelt. Ja, ich weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. War nicht so ganz easy. Noch mehr Quicktime-Events. Aber mittlerweile schaffen wir es ganz gut. Schaffen wir es? Ich
Lichtstrahl direkt hinter uns vom Hubschrauber. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Das war nicht gut. Oh Mann, die armen Hunde. Das war... Oh Gott. Der arme Hund. Oh Gott. Wo ist sie hin? Ey, ich weiß nicht, wo wir hier lang müssen. Machen wir eigentlich, glaube ich, ganz gut gerade. Das machen wir ganz gut gerade. Hier ist was gesehen. Gedruckt halten. Fels und Geröll. Ja, und da hoch schafft sie es im Leben nicht. Entwischt. Travis, wir brauchen die gottverdammten Hunde sofort. Und weiter geht's. Gib mir noch 10 solcher Spiele und ich kann Quicktime-Events ohne Ende schaffen demnächst. Mach schon einen. Okay. Gott verdammter Regen. Sieht nicht aus, als ob es jemals wieder aufhört. Was können wir hier machen mit? Ich hoffe, sie taucht hier bald auf. Ein Motorrad. Das ist perfekt. Mal sehen, was wir machen. Scheiße, Mike! Bist du verrückt? Bist du bescheuert? Die verdammte Knarre weg! Los! Hey! Was machst du denn, verflucht? Ja, so easy geht's. Oh, es geht dann weiter. Das ist auch ein langes Kapitel.
komm schon. Schon an ihrer Stelle wäre ich im Wald geblieben. Bisschen schneller. Schade. Halte die Position. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Es geht los. Und jetzt die Superpower. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wiederhole, Sperre durchbrochen. Sie fährt nach Bakertown. Oh mein Gott, haben wir das geschafft. Ui. Finde ich total krass, dass wir immer so hin und her springen zwischen den einzelnen Storys. Oh, ich dachte, die Episode wäre zu Ende, aber ist sie noch nicht. Ach komm, nicht schon wieder angegriffen werden. Vorwärts, vorwärts! Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Das ist eine ganze Militäreinheit. Mehrere Einheiten. Sie sind umstellt. Ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben? Dann sollen Sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Okay, wir dürfen hier wieder Schaden anrichten. Sehr geil. Aber wo denn noch? Wir müssen uns beeilen. Ach, guck mal hier. Guck mal hier. Sorry. Den können wir auch noch nehmen. Es ist vorbei, Agent Holmes. Zeit zum Aufgeben. Kapier's nicht. Was geht da ab? Feuer einstellen. In Deckung! Und den können wir noch nehmen. Halte die Position. Was zur Hölle sollen wir jetzt tun? Und das Auto noch? Und den können wir uns noch holen. Tür! Aiden, ich komm nicht rein! Mach die Tür auf!
Wo ist sie denn? Welcher soll ich denn hier noch sprengeln? Hier sind doch Spannungen. Das ist noch da offen. Sie kommen immer näher. Du musst mir helfen. Was soll ich denn hier noch machen? Was ist hier los? Die haben mich gleich. Komm schon, Aiden, hilf mir. Komm, hol uns doch den Heli. Bring den Heli zum Absturz. Oh mein Gott. Sagen Sie, Sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Komm, Aiden. Ich glaube, sie haben es kapiert. Das ist echt krass. Da sieht man das erste Mal das Ausmaß von Aiden und ja, Jody, was die ihm anstellen können. Krasser Scheiß. Im Zug entkommen haben 81%, also wir haben das gemacht, was die meisten gemacht haben. Ach, es gab einen Alternativweg zum Motorrad, krass. Krass. Ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht.